Die ersten beiden Ballroom-Gangster, die sind jedenfalls schon in the house. Deswegen starten wir mit Paar 04, Michi Kirchgasser und Vadim Gabusov. Spinderella cut it up one time. Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't be coy, avoid, or make void the topic, cause that ain't gonna stop it. Now we talk about sex on the radio and video shows. Many do know. Anything goes. Let's tell it like it is and how it could be. Alright then, come on, spin. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Come on. Let's talk about sex. Oh, ladies, all the ladies. Should be making love. Come on, how many guys you know make Let's love? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and, me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Wow, let's talk about Sex, Michi. Man muss sich schon ganz ehrlich fragen, wird dich dein Ehemann noch wiedererkennen, wenn der Vadim mit dir fertig ist? Na, ich hoffe, er wird sich freuen. Das war das Ziel. Ja, es war wirklich großartig, hat auch viel, viel Spaß gemacht beim Zuschauen. Ich glaube auch, unsere Jury hatte viel Spaß dabei. Maria, wie gut haben Sie die Herausforderung Street Dance hier bei uns bei Dancing Stars gemeistert? Also ganz am Anfang einmal, ihr schaut Bombe aus, wirklich ein mega Outfit. Danke, Stephanie. ja, das war Energie pur. Ich muss jetzt sagen, natürlich, Streetdance, Hip-Hop ist jetzt von uns drei auch nicht unsere absolute Profidisziplin. Wir sind mehr nicht? Standard und Latein unterwegs. Ich war begeistert von der Lebensfreude, die was ihr jetzt am Parkett präsentiert habt. Sensationelle Synchronität. Erstens einmal schon bei der ersten Szene beim Tisch. Danach natürlich wart ihr echt sehr, sehr, sehr schön synchron. Und, liebe Michi, am Boden. Von Frau zu Frau, falls nachher nicht erwähnt wird. Ja, also das muss man sich wirklich zuerst einmal trauen. Es ist eine große Überwindung, dass man auch als Tänzerin sagt, okay, ich spiele jetzt in gewisser Art und Weise mit meinem Körper und ich bringe das aufs Parkett. Ich zeige das, ich traue mich das. Ihr habt es perfekt harmoniert und sehr, sehr schöner Hip-Hop-Freestyle. Danke. Danke, Maria. Dirk, wie hat es dir gefallen? Naja, also ich meine, Michi sieht wieder wirklich super sexy aus. Und 20 Jahre jünger, ich weiß nicht, wie alt du bist, muss mal googeln, aber wirklich sensationell. Und du bist so semi-sexy, auch in Ordnung. Jedenfalls. Vadim ist semi-sexy? Ja, ja, ist okay. Sie ist mehr sexy. Sehr geil. Ihr seid beide sexy. So, pass auf. Aber hier, komm, ich klopf mal wieder. Hier mit so, so, so haben wir in Hip-Hop nun ja nichts zu machen. Ja? Hip-Hop ist Ghetto. Hip-Hop ist cool. Hip-Hop has bounce. Hip-Hop ist dirty. Hip-Hop ist Bronx. Und das, was ich gesehen habe, war eigentlich, ja, eine nette Dance for Fans Videoclip-Dancing-Show, aber kein Hip-Hop. Sorry. Ja, aber wir machen ja Street-Dance. Aber kein, ja, aber oder? Das Street, ist ja so eine Mischung Street aus. Street-Dance ist Breakdance, Hip-Hop und kein Videoclip-Dancing. Street-Dance ist eben Hip-Hop oder Breakdance. Okay. Snoop Doggy Dirk hat den gesprochen. Charakter nicht. Gut, danke schön. Bollasch, was sagst du zu deiner Blume aus Filzmoos? Meine Blume, Filzmoos, der böse Mann aus Deutschland wird dir wehtun. Der ist der böse Mann aus Deutschland. Ja, der ist Mann aus Deutschland. Lass mal natürlich nicht zu. Ja, du bist ja der Bastard. Also. Ja, da ist also, ich habe gar nicht gewusst, dass der Plot so gefährlich ist. Da.
sexy, semi sexy, was immer. Ich glaube, wir müssen das den Zuschauern noch einmal sagen, wo diese Reise angefangen hat. Weil wir reden jetzt mit so einer Selbstverständlichkeit drüber, ja, mich tanzt ein Passodoble, ja, steht gut, der kann ja stark sein. Mich ist sensibel, mich tanzt der Rumba, hey, mich geht aus und rappt und Hip-Hop oder Videoclips oder was immer. Wir reden darüber mit so einer Selbstverständlichkeit, als jeder könnte. Es kann nicht jeder. Und es kann nicht einmal der Vadim so gut, wie du das können hast. Ja? Nein, nein, hat nicht. Die weibliche Stelle sicher nicht. Nein. Danke. Wenn die Sendung weitergehen würde, dann hätte er wahrscheinlich die Zeit, es zu lernen. Ihm waren 5 Tage einfach zu wenig, Hip-Hopper zu werden. Ich habe so einen Bauch nicht. Auch nicht. Danke. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Egal, was es war. Mir hat es gefallen. Danke. Dankeschön. An die Jury, danke an euch beide. Danke. Cool war's. Wann Pauso Doble und Street Dance heute die letzten Tänze von Michi und Vadim? Oder sollen die beiden nächsten Freitag auch noch um den Titel Dancing Stars 2020 tanzen? Wenn ja, dann helfen sie ihnen jetzt mit einem Anruf oder einer SMS an die 09010 59 0904. Die Michi und der Vadim, das war ein reines Jo, Jo, Jo. Wobei Jo, Jo, Jo ist eigentlich steirisch, ne? Wie geht's da? Jo, eh gut. Jo, Jo, Jo. Sensationell. Also ich habe das ja bei der Probe gesagt. Ich sage, wer ist das? Die Michi Kirchgasser. Sag ich, das gibt's ja nicht. Wahnsinn. Was du, also hätte ich nach der ersten Show mal gedacht, das bringt sie nicht wahrscheinlich. Sensationell. Ja, es ist... Sensationell. Er hilft mir wirklich. Also er sagt, er gibt mir das Vertrauen, dass ich es glaube, dass es gut ausschaut, dass ich es auch gut mache. Und dann geht es halt leichter, wenn man das immer wieder gesagt kriegt. Deswegen ist es ein großes Danke an ihn. Weil die Maria gesagt hat, ihr schaut Bombe aus. Das ist übrigens jetzt für alle, das sind die offiziellen Trainingsanzüge für das österreichische Streetdance-Nationalteam. Wo fühlst du dich, worin fühlst du dich wohler? So in so ein Passadoble-Outfit oder so einen Trainingsanzug? So. Naja, ich habe ja grundsätzlich irgendwie beides, also Passadoble-Outfit jetzt nicht zwingend, aber es waren halt für Galen und Ehrungen immer schöne Abendkleider, festliche Kleider und natürlich Trainingsoutfit bin ich beides gewohnt. Beides. Zu Hause? Wie gehst du daheim? Also, Trainingsanzug, Pyjama? Na, ich habe so oft Trainingsanzug und Trainingssachen auch gehabt, dass ich mir daheim schon auch gerne einmal ein Chino ziehe. Also Trainingsgewand ist für mich wirklich immer das Arbeitsgewand gewesen, deswegen war es, ja, nicht immer dann so gemütlich, auf der Couch auf die Nacht natürlich die Joker. Aber sonst habe ich mich schon gern daheim auch angezogen und ist eine gute Mischung. Trainingsgewand und schöne Kleider sind gut. Daheim ist daheim, also da ist bequem, da hat man es gern bequem und lässt dann Zwickel ein bisschen weiter oben hängen, so ist es halt. Aber so was Elegantes ist auch doch. Jetzt gibt es für alle, die ins Finale kommen sollten, weiß man nicht, wer kommt, einen Showtanz, den ihr ja schon vorbereitet habt. Jetzt würde ich euch raten, mir, aber die hören natürlich alle zu erzählen, worum geht's denn da? Macht's ein bisschen Guster, damit die Leute für euch anrufen. Naja, es ist grundsätzlich, mein Motto lautet, beginne jeden Tag mit einem Lächeln. Erstens einmal bin ich ein sehr fröhlicher Mensch und zweitens bin ich immer positiv gestimmt, weil Probleme immer vor allem kommen und das ist halt dann der Sinn der Sache, dass man sie löst, bestmöglich. Und das geht halt meistens auch leichter mit Unterstützung, sprich gemeinsam und nicht nur alleine. Und speziell 2020 hat doch einiges parat gehabt, was Hürden waren und wir haben uns gedacht, wir wollen das vertanzen mit dieser ganzen Lebenseinstellung von mir. Ja, es wird eine grandiose Sammlung von Musik sein. Wir werden sehr bekannte Klassiker drinnen haben. Wir werden anfangen mit einer Samba, wir werden dann weitergehen in die Rumba, dann weiter in den Pasodoble, beenden mit einem bombastischen Cha-Cha-Cha und Titel ist genau wie das Hauptlied Show Must Go On. Wow! Ich muss allen sagen, also beim Showtanz hatten die Paare oder haben die Paare freie Hand, was Musik und Tanz betrifft. Und jetzt wollen wir eure Punkte wissen. Bitte sehr. Hier kommt die erste Streetdance-Wertung des Abends. Dirk Heidemann. War eine tolle Show, aber es war kein Streetdance. Deswegen nur eine 8. 7, sorry. Maria Sandner.
Ich mache da ein bisschen mehr draus. Von mir fantastische 9 Punkte. Mhm. Dankeschön. Und Balázs Eka. Ich sage es noch einmal. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Michi alles kann. Selbstverständlich ist nur die Wertung nach so einer Leistung. Und das ist einmal 10! 26 Punkte für Michi und Vadim. Großartig. Seid glücklich, gell? Ja. Wir gehen jetzt noch Platz ein bisschen da. Wenn Sie zu Hause der Meinung sind, dass dieser Showtanz von Michi und Vadim unbedingt angeschaut gehört, dann müsst ihr es ins Finale wählen. Also schicken Sie eine SMS, rufen Sie an. Und heute am besten unter 090 10 59 09 04 und die nächsten Tage natürlich auch. Bitte, entspannt euch, ihr habt es hinter euch. Na, natürlich darfst du, du kannst das mitnehmen auch. Ihr kennt das alles, jawohl.